7. September, 15.11 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum und damit willkommen zur neuen Episode von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Heute mit einem Gastsprecher, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin's, der Lukas oder auch Lukas eh bekannt und ich werde hier mal so ein bisschen hauptsächlich den Red White vertonen und was da sonst noch so zwischenkommt. Und ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, lieber Herr Rushed. Ja, das ist wunderbar, ne? Ja, heute wird's nämlich wieder richtig spannend, denn letztes Mal haben wir im Gericht ja festgestellt, dass April May mit einer Wanze die gute Frau Mia Fey abgehört hat. Und heute wollen wir rausfinden, warum sie das denn getan hat. Die gute wurde jetzt eingebuchtet und ich glaube, die ist jetzt nicht mehr so glücklich darüber. Gut, gehen wir mal in den Tag. Sie sind's! Hallo! Ich habe nicht erwartet, dass ich in diesem düsteren Loch Besuch bekommen würde. Sie klingt wie so eine Hexe aus Hänsel und Gretel bei dir. Ich finde, das passt aber auch zu ihr. Ich könnte auch noch woanders versuchen. Nein, das ist gut, lass das so. Das ist wirklich bewegend. Nein, ich denke der Anwalt, geh sie zum Teufel! Mein Gott, wie die aussieht, um Himmels Willen. Sind Sie hier, um sich lustig zu machen? Ja, lachen Sie nur über die gestürzte Frau May. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewillt, Fragen zu beantworten. Haben Sie doch nicht genug gefragt, Sie Starrekopf? Autsch, das hat gesessen. Ich bitte Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann da hinten Angst. Sieht man. Der schläft. Na, was wollen Sie denn von mir wissen, hm? Zunächst einmal, warum sie so absolut durchgeknallt sind, vielleicht? Gut, da reden wir erstmal ein bisschen mit ihr. Ich denke, mehr können wir nicht machen. Über diesen Mann. Wer ist denn dieser Mann? Was den Mann angeht, mit dem sie im Hotelzimmer waren. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss einmal den Ton ein bisschen... Ja, kein Problem. ...angleichen. Können Sie mir etwas über diesen Mann sagen, hm? Nein. Wo finde ich ihn? Kommen Sie schon! Vergessen Sie es, Süßer! Vielleicht, wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden bringen würde. Hier, guck mal, ein schönes Karamellbonbon, nur für dich. Zum Auspacken. Warum haben Sie... Und Toilette will ich. Gut, warum haben Sie mir das Telefon verwanzt? Wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftat, Frau May. Oh, ich schätze, das haben Sie auf der Anwaltsschule gelernt. Kriecher. Mit dieser Frau kann man nicht reden. Ja, Kriecher, Sie wollten ihn beleidigen. So Ihre Einstellung, das ist aber nicht nett, ne? Sagen Sie, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Sie sitzen doch nur im Knast wegen mir, also echt. Jetzt reicht's mir! Sie kriecherisches Dreckfressen, da reicht's gerade her! Dreck? Ich weiß nicht, hat sie was gegen Anwälte oder nur speziell gegen mich? Ja, wahrscheinlich Letzteres. Gut, hier kriegen wir nichts raus, zurück. Ja, was wollen wir machen? Ich denke, wir können nicht viel tun, bewegen wir uns mal. Wohin geht's denn? Ja, da haben wir ja viele Optionen. Ja, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was jetzt am sinnvollsten wäre. Gehen wir erstmal ins Hotel Gatewater, wo sie ja residiert hat. Vielleicht finden wir da im Zimmer noch was. Ist wahrscheinlich die uncleverste Idee. Ja. Da grinst uns auch direkt was aus der Schublade an. 7. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Ah, herzliche Willkommen, mein Herr. Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, ja, danke. Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, überhaupt nicht, mein Herr. Ihre heutigen Bemühungen werden dem Ruf des Gatewater sehr zuträglich sein. Ruf? Ja, wir werden alles das Hotel bekannt, in dem der Mörder eine Wanze versteckt hatte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäfte, mein Herr. Wow. Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der dem Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als stecken wir im selben bösen Traum? So, Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Ja, untersuchen wir erstmal, ob sie da in der Schublade noch was hatte außer der Wanze. Mal gucken. Hä, da steckt ja immer noch ein Schraubenzieher in dieser Schublade. Oh, lassen Sie das bitte, wie es ist, mein Herr. Das ist die Schublade des Schreckens, versteckt der Wanze des Mörders. Es ist so arrangiert, dass es eine der beliebtesten Attraktionen hier sein wird. Das ist ein Ernst, ich fasse es nicht. Stell dir das mal vor.
Das klingt doch wie so eine Geschichte aus diesen Gänsehautgeschichten für Kinder. Kennst du das? Die Schublade des Schreckens. Mach die bloß nicht auf, mein Kleiner. Und wenn er das aufmacht, dann sind da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kondome drin oder Spielzeug seiner Mutter oder sowas. Ja, aber nicht vergessen, es ist außerdem auch der Schraubenzieher des Teufels, der in der Schublade des Schreckens steckt. Ja, ja. Gefährlich, gefährlich. Ein Schraubenzieher auf Doom. Auf Doom macht alles schlimmer. Immer. Reden wir mit ihm. Ja, Frau May. Frau May. Zu Frau May. Ach, Sie, mein Herr, ich möchte ja nicht angeben, aber als ich Sie sah, da wusste ich, Sie würde es tun, Herr, sagte ich. Würde was tun? Langsam glaube ich, der Typ hier ist der Hauptverdächtige. Der Mann bei Frau May. Ich wollte Sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ach ja. Er schien mir ein echter Ladykiller zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn sah, mein Herr. Er und ich sind aus demselben Holz gesnitzt. An uns haftet der Geruch von Gefahr. Da sind wir mal einer Meinung, Sie Psychopage. Wenn Sie ein Foto von dem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto, hm? Gut, reden wir mal über das Hotel. Was hast du denn hier Schönes in deinem Hotel? Können Sie mir etwas über euer Hotel erzählen? Aber gern. Und zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Setzen Sie sich ins Foyer und ich halte unseren berühmten 3-Stunden-Vortrag über die Vorzüge des Gatewater. Nein, alles nur nicht das! Derzeit ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Vorher hieß das Hotel zum blutigen Handschuh, aber irgendwie hat uns das nicht sehr weitergeholfen. Ich schlage vor, dass wir einen Untertitel hinzufügen. Ein Untertitel? Das Hotel Gatewater, eine Mordsresidenz. Mensch. Oh Gott. Nun, was denken Sie? Wir haben auch einen Zweitsitz in Fukushima. Wir garantieren strahlendes Wetter. Oh ja, super. Atomwitz, alles strahlt, ne? Ja. Klingt klar, toll. Was auch immer du im Tee hast, ja? Ja, gut, mit dem reden wir nicht mehr. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Dann gehen wir mal woanders hin, in die Anwaltskanzlei Grossberg. Grossberg. 7. September, Anwaltskanzlei Grossberg. Ah, den kannst du widersprechen, wenn du möchtest. Ja, gut, mach ich das. Hui, sieht aus, als wäre Grossberg heute nicht da. Ja, klasse. Wieder mal. Na super, hat sich gelohnt. Vielleicht geht er mir aus irgendeinem Grund aus dem Weg. Ja, kann er ruhig. Wir untersuchen mal, denn das Bild da an der Wand ist irgendwie nicht mehr da. Einen Moment mal, hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja. Auf dem Bild sah man Sonnenblumen, Marvin Grossberg, ein Fischer, nichts davon. Das war Indiana Jones und der Tempel des Todes. Da bin ich mir ziemlich sicher, es war Marvin Grossberg in seinen Kindertagen. Nicht wahr? Es war auf jeden Fall nicht sehr einprägsam. So, was haben wir denn hier noch? Auf dem Tisch liegt irgendein Kuvert, das nehmen wir uns auch mal mit. Wie auffällig unauffällig. Was ist das? Alte Fotos? Hier liegen zwei herum. Da ist was mit Bleistift auf der Rückseite geschrieben. Fall DL6, Beweisstück A und Beweisstück B. Sehen wir uns das mal an. Ja, Beweisstück A. Hm? Ich bin mir sicher, diese Person schon mal irgendwo gesehen zu haben. Vielleicht leihe ich mir das Foto mal aus. Ein kleines Foto wird bestimmt niemand vermissen. Und es könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es erstmal mit. Och. Und so rechtfertigen wir Diebstahl. Ja, richtig. So macht man das. Besonders als Anwalt. Ein Foto liegt auf dem Schreibtisch. Ja, das ist doch viel schöner. Der ist doch fabelhaft. Ja, der flickt wenigstens auch seine Tolle. Vielleicht soll ich es gegen das tauschen, was ich schon dabei habe. Ja, mach mal. Hau rein. Ich denke, ich werde sie tauschen. Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, das ist doch viel schöner. Warum nimmt er nicht beide mit? Das würde ja auffallen, dass er da was mitgenommen hat. Ja, total, natürlich. Ja. Gut, gehen wir mal in die Anwaltskanzlei Fay und Partner. Dann waren wir überall. Alles klar. 7. September, Anwaltskanzlei, Fay und Partner. Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gamschuh ist nicht zu sehen. Ja, der macht bestimmt schon wieder Kaffeepause. Und der wundert sich, dass er keine Informationen über den Fall hat letztendlich. Die Polizei hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch brauchbare Hinweise zu finden sind. Naja, es kann nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Ich find's auch klasse, wie die Polizei hier alles restauriert hat, anstatt den Tatort so zu lassen, wie er war. Das ist doch super, da machen die ihre Arbeit richtig schön, haben sie auch noch die Blumen gegossen und ein neues Bild an der Wand gehängt und so. Ja, untersuchen wir mal die Blume hier, das ist auch schön. Mias Lieblingstopfpflanze, ich schätze, die werde ich jetzt gießen müssen. Nee, die fliegt aus dem Fenster, wenn wir hier fertig sind. Der ist ja eigentlich schon, sie ist ja so oder so schon zum Tode verurteilt, wenn sich Phoenix um sie kümmern muss. Ja, gut, untersuchen wir mal die Akten da hinten rechts im Regal. Mehr juristische Bücher passen da beim besten Willen nicht rein. Alle Fälle der Chefin sind hier archiviert. Ob da wohl einige Fälle fehlen? Na, das bilde ich mir nur ein. Na gut, ich glaube, hier gibt's dann auch nichts zu holen. Dann gehen wir mal zurück zum Pagen.
Da war ja so ein Foto. Und zeigen dem das mal so unterschwellig, weil das bestimmt der Mann ist, den er sucht, ne? Ja. Na, wo ist das Foto denn? Da ist es ja. Sehen Sie sich dieses Foto an. Oh, das ist der Erinspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, das weiß ich doch. Ihr wollt nur einmal Inspektor sagen, Sie wissen schon, ist der verständlich. Nein, weiß ich nicht. Keine Zweifel, das ist der Mann, der mit der Frau April May eincheckte. Wie wäre es, sollte ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug, aber kann auch ruhig machen. Warum nicht? Nun sicher, warum nicht? Ja, ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben, mein Herr. Ab sofort bin ich bekannt als die Page, der die Erklärung abgab. Beeilen Sie sich mit dem Schreiben. Erklärung des Pagen zur Gerichtsakte hinzugefügt, na wunderprächtig. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch dumm stellen, ja. Dann wissen wir auch, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ist nur ganz unterschwellig angedeutet worden. Ja, Strafanstalt. So. Sie schon wieder! Ist Verduften Sie so schwer zu verstehen? Hey, der einzige Grund, warum ich hier zurück bin, ist Ihre Weigerung zu kooperieren. Oh, also ist das jetzt meine Schuld, oder wie? Sie haben nicht nur einen starren Kopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir den Schädel. Stell dir mal Phoenix mit einer Glatze vor. Das sieht sehr eigenartig aus. Dann bräuchte er auch so eine Mütze wie der Wachmann da hinten. Ach, vielleicht trägt er ja deswegen in den späteren Spielen eine Mütze, wo er älter ist. Nee, die Mütze findet er einfach klasse. Die sieht auch super aus. Ja, super, Top-Mütze. Ist aber auch nur ein Spiel, wo er das trägt. Im fünften Teil, der jetzt neu rauskommt, hat er die wieder nicht mehr. Ja, okay. Ja, hat er sich wieder eine Stachelfrisur stehen lassen. So, zeigen wir ihm mal das Foto von dem grinsenden Mann. Sehen Sie sich das mal an. Hören Sie, ich habe Ihnen mehrmals gesagt, dass ich nichts sage. Wo haben Sie? Aha, eine Reaktion. Das ist er, nicht wahr? Was? Wer? Wann? Wieso? Er ist es. Das ist der Mann, der in der Mordnacht mit Ihnen in diesem Hotelzimmer war. Nein, das ist nicht wahr. Netter Versuch, Fräulein Kooperativ. Könnten Sie beweisen, dass er das ist, Ja, Beweise. Zeigen Sie mir Beweise. Ich bin ganz nah dran. Ja, dann gibt's hier noch die Erklärung, bitteschön. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählte mir von dem Mann, der mit ihnen eincheckte. Er sagte uns, wer es war. Jetzt komme ich voran. Beruhigen, natürlich. Und für insistieren, das ist lustiger. Jetzt hab ich sie. Alles oder nicht. Alles oder nichts. Ja, Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos sich dumm zu stellen, wenn das überhaupt Verstellung ist. Nett. Wenn Sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse zu. Was? Auch wenn er nur Zeuge eines Mordes geworden ist, er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in der Luft zerreißen würde bei dem Ruf. Na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen, Herr Anwalt. Ja, Mann, das fühlt sich gut an. Das Leben kann so schön sein. Schnee im Sommer. Warum schlagen Sie mir Wildlöcher in die Luft? Na, ich freue mich. Nun, erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie im Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Red White, Präsident des Informationsdienstleisters Blue Corp. Red White? Informationsdienstleister? Nun, ich denke, man könnte sie auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei Ihnen war. Ich habe Angst zu reden. Ich will nicht wie Sie. Das ist in Ordnung. Ich werde Herrn Wright persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Blue Corp finden kann? Herr Redwright, endlich. Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April May es nicht getan haben kann, dann bleibt nur er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Erklärung des Pagen abgelegt. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zu Blue Corp rüber. Der freut sich bestimmt, wenn wir den besuchen. Das ist ein netter Mann. Total. Guck mal, da hängt Indiana Jones in der Tempel des Todes. 7. September, Blue Corp Incorporation, Büro des CEO. Was soll diese surreale Ausstattung? Ja, ich finde den Adonis unten rechts super. Willkommen! Würden Sie mir bitte den Ihrer Person zugehörigen Titel nennen? Ach so. Ihre Namen, wie heißen Sie? Ich habe erkundigungshalber nach Ihrem Titel gefragt.
Wright, Phoenix Wright, erkundigungshalber? Herr Wright, richtig? Okay, verstehe. Prächtig. Vielleicht habe ich Sie ein wenig mit meinem gigantösen Vokabular eingeschüchtert. Man kann sich auch Wörter ausdenken. Was hat der für ein Problem? Ich bin Red Wright, CEO von Blue Corp. Sie wissen, Corporate Expansion Official. Meine geschäftlichen Unterfangen öffnen mir Kontakte zur Elite der Elite. Deswegen bin ich es nicht gewohnt, mit verbal Eingeschränkten zu sprechen. Oh, das tut mir leid. Oh, das ist bestimmt einer von denen, die im Kindergarten sich immer Wörter ausgedacht haben und die anderen ausgedacht haben, wenn sie nicht wussten, was er meinte. Das ist gigantös und so. Ja, ja, was für ein Spinner. Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Anwalt, der gerade mit dem Studium fertig ist. Wie kommen Sie drauf, an meiner Anwaltmarke, die noch frisch poliert ist? Nein, das sieht man in Ihrem dummen Gesicht. Das ist die einzige Erklärung, warum Sie einfach so ankommen, um mich zu treffen. Was meint er denn damit? Egal. Also, was möchte ein so mächtiger Anwalt von einem Mann wie mir? Ja, also eigentlich möchte ich wissen, wo Sie den geilen Anzug her haben. Schande, was, die Arroganz dieses Typen sprengt ja jedes Maß. Gut, ich werde erstmal vor untersuchen und ich gucke mir erstmal diesen Adonis an. Ich finde den klasse. Die Statue eines Mannes, der die Welt hochhält. Das Zeichen von Blue Corp sticht sicherlich hervor. Natürlich hat Herr Wright hier Modell gestanden. Selbstverständlich. Wahre Kunst, aber wahrscheinlich zu schön, als dass sie mögen würden. Ich denke, sie ist zu schön, als dass sie irgendjemand mögen würde. Ja, aber er sagt schon, es ist schön. Das ist ja... Er findet also Red Wrights nackten Körper attraktiv. Das ist ja klasse. Aber jeder findet meinen Körper attraktiv. Guck mir mal das Bild an, hä? Habe ich den nicht schon irgendwo gesehen? Ist das eine Nachbildung? Lächerlich. Ich interessiere mich ausschließlich für Originale. Das dort ist ein echtes Original. Ist mehr als 5 Millionen wert, bestimmt. Hä? Eisklar. Gut, reden wir mal mit ihm. Ich möchte Ihnen das Bild abkaufen. Okay. Das ist unverkömmlich. Reden wir über Frau May. Frau May ist eine Mitarbeiterin von Blue Corp, nicht wahr? Wo kriege ich denn so hübsche Sekretärin? Sagen Sie mal. Na, das ist korrekt. Sie war meine Sekretärin, aber die bekommt man nur im Sekretärinnenversand. Es war ein Schock zu hören, was sie getan hat. Was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Genau. Sie wird dafür bezahlt, ans Telefon zu gehen und nicht fürs Abhören. Das ist mein Job. Teil ihrer Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln. Aber ich versichere Ihnen, dass wir nichts Illegales dulden. Es ist unsäglich, dass sie das getan hat. Klingt so, als möchte er Frau May zum Sündenbock machen. Ja gut, reden wir mal über die Mordnacht, mein Freundchen. Was er für Zahnbleiche benutzen muss, dass er wirklich immer so glänzt, wenn er grinst. Bling! Waren Sie in der Nacht des Mordes eigentlich im Hotelzimmer von April May? Wer weiß? Ich achtete selten auf triviale Details wie Ort und Zeit. Ja gut, dann können wir sie ja heute Nacht um Mitternacht mal mit kleinen Steinschüchen in den See schmeißen. Ist ja trivial. Natürlich. Für mich ist das trivial. Mein Motto lautet, sorg dich nicht und sei glücklich, auch wenn du mit Steinen am Meeresgrund versinkst. Dennoch, Herr Wright, der Hotelpage hat ausgesagt, dass er sich eindeutig an sie erinnert. Egal. Der Page kann sagen, was er will. Ich werde nicht mit ihnen reden. Wenn sie mit mir reden möchten, dann rufen sie mich in den Zeugenstand. Obwohl ich bezweifle, dass sie dazu in der Lage wären. Er bringt da eigentlich eine gute Frage auf. Warum hat die Anklage ihn nicht als Zeugen aufgerufen? Er hätte dasselbe sehen müssen wie April May. Ohoho. Die Polizei, die Gerichte sind für mich Spielzeuge. Sie dienen nur meiner Unterhaltung. Grins. Ja, klasse. Gut, reden wir mal über Blue Corp. Kann ich hier eigentlich als Anwalt einsteigen? Was für eine Firma ist Blue Corp eigentlich? Sieht ja aus, als wenn man hier ganz gut verdienen könnte. Oh, ausgezeichnete Frage. Wir kaufen und verkaufen diverse Informationen. Wir sind ein Unternehmen der Zukunft. Man könnte sagen, wir sind die Zukunft. Informationen verkaufen? In nur 10 Jahren habe ich dieses Unternehmen zu diesem großartigen Büro aufgebaut. Ja, das ist bestimmt so eine kleine Blechhütte im Hinterhof von irgendeiner größeren Firma. So eine Garage oder so, die hat er sich so eingerichtet. Ja, aber wenigstens ist sie wunderschön ausgestattet. Ja. Ach, falls Sie es sich gefragt haben, wurde Blue Corp nach der Farbe Blau benannt. Sag nur. Das war nicht offensichtlich genug, offensichtlich. Ich, Red Wright von Blue Corp. Das sind 3 Farben, damit haben Sie nicht gerechnet. Das ist die französische Flagge, mein Freund. Haben Sie als Gründer und CEO so genannt. Und warum? Natürlich, weil ich die Farbe Blau mag. Ja, du siehst mir auch nicht ganz allzu unblau aus, ja?
Oh, das hat mich jetzt so eingeschüchtert, da muss ich erstmal wieder ein Wort erfinden. Fantabulös, nicht wahr? Ja, finde ich auch. Ist ja unmöglich denkbar, dass sie solche großen Vokabelschätze nicht mit mir teilen wollen. Selbstverständlich. Man muss immer den Niederen helfen. So, okay, es gibt da etwas, was dich beschäftigt. Ja, was sollte das denn sein? Das große Bild an der Wand dort, das ist doch Indiana Jones in der Tempel des Todes. Ich hab's schon mal gesehen. Wissen Sie, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen. Ach ja? Erst gestern, um genau zu sein. Und was wollen Sie damit sagen? Es ist ganz einfach. Das heißt, meine Frage ist einfach. Warum hängt dieses Bild an Ihrer Wand? Ich hab's aufgehängt, natürlich. Wrong, richtig? Ja, ja. Right. Es scheint mir, dass Sie Ihre Position hier nicht verstehen. Nochmal, wer sind Sie? Ein Anwalt. Nein. Mein schwacher Freund, bloß ein Anwalt. Nichts wert, Nullinger, nicht nada. Genau wie diese Karikatur von Anwalt, Grody Burger. Was? Au! Oh Gott, er hat mich geschlagen. Und nun, Herr Rechtsanwalt, verklagen Sie mich jetzt etwa wegen Körperverletzung? Na, eigentlich fand ich das gut, machen Sie weiter. Nur zu, ich freue mich darauf, denn... Man wird Sie schuldig sprechen. Was? Beachten Sie meine Darlegung. Die Polizei, die Gerichte, sie hören alle auf mich und mein charmantes Lächeln. Ja, wie Sie meinen. Aber ich frage mich, ob diese Art der Kontrolle wirklich möglich ist. Ich erwarte nicht, dass Sie das kapieren. Mit Ihrer Stachelbirne. Diese Welt liegt jenseits Ihres Intellekts. Ich nehme an, Sie kommen von Grody Burger, richtig? Herr Grossberg, ja, und Ihrer Pseudo-Eloquenz können Sie ja niemanden einschüchtern. Ja, das sagen Sie. Da müssen Sie aber ihn fragen, warum dieses Bild von ihm hier bei mir hängt. Vielleicht wird er es Ihnen dann sagen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird er erklären, wie man nur für persönlichen Profit leben kann. Geh jetzt, verzieh dich. Mehr gibt's nicht zu bereden. Ja, aber eigentlich, wenn man über persönlichen Profit reden möchte, sind Sie doch die richtige Adresse, oder nicht? Nein, da schüttle ich erstmal gekonnt den Kopf. Nein, nein, das kann nicht sein. Nee, nee. Gut, dann gehen wir mal zu Herrn Grody Burger. Der kann uns das ja bestimmt erklären. Was für ein wunderschöner Name. Nanu, ich glaube nicht, dass er bemerkt hat, dass ich hier stehe. Vielleicht sollte ich mich räuspern. Ach so, soll ich? Ja, ja, mach du. Gütiger Himmel! Ach, Sie sind's. Nee, das ist eher so eine Richterstimme. Du musst ja mal so ein bisschen verkratzt sprechen. Bisschen verkratzt sprechen. Der kommt so ein bisschen aus Schottland und der redet so komisch. Dann versuch's mal. Ach, Sie sind's. Nee. Was gibt es? Sie sahen so versunken aus. Wie ein alter Mann am Ende seiner Tage. Ich bin noch senil. Ich bin noch nicht senil. Ich bin noch senil, ja. Ich dachte nur über all diese Schlamassel nach. Irgendwas beschäftigt ihn wirklich. So viel ist sicher. Ja, wir reden mal mit dem guten Herrn. Stell dir mal vor, da wäre so ein kleiner schwarzer Fleck jetzt auf seiner Brusttasche, dass sein Kugelschreiber so ausgelaufen wäre. Das würde super aussehen. Das würde super auf meinen Anzug passen. Ja, reden wir mal über die heutige Verhandlung. Sie wollten sich also den Prozess ansehen. Ja, genau, das wollte ich. Letzte Nacht hat mich etwas so sehr beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Lassen Sie mich raten, wieder Ihre Hämorrhoiden? Genau. Tatsächlich, was war's? Und sehen Sie, ich hab da diese Hämorrhoiden. Nein, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. Kleiner Funfact, in Spiel 3 kommt er ja auch nochmal vor, da sagt er wirklich, dass es seine Hämorrhoiden sind. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Mein Junge, da erinnere ich mich nicht. Ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Ja, dann hätten Sie zum Arzt gehen müssen und sich Arnika-Salbe verschreiben lassen müssen. So läuft das. Gut, die Ablehnung, was denn los? Ich habe Sie das schon mal gefragt, aber warum haben Sie es abgelehnt, Sie zu verteidigen? Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Immerhin habe ich Ihr Bild geklaut. Na, ein Recht? Herr Weid, das kommt mir komisch vor. Das tut mir leid, ich brauche einfach mehr Zeit, um mir das zu überlegen, Junge. Ihnen scheint irgendetwas zu beunruhigen. Langsam habe ich das Gefühl zu wissen, worum es geht. Ja, Herr Weid, bin ich Weid oder ist er Weid? Weiß ich nicht. Also, ich habe Blue Cop einen Besuch abgestattet. Ja, oh, ich verstehe. Herr Grossberg, ich muss zugeben, mir ließ etwas keine Ruhe. Ach ja, was denn? Nun, raus damit, Junge. Verstehen Sie, es ist,
Ja, dieses große Bild. Herr Grossberg, genau dort hing neulich ein riesiges Bild, nicht wahr? Das, von dem Sie sich nicht trennen wollten. Hier, Indiana Jones in der Tempel des Todes. Nun, ich hab's gesehen, heute. Es hing bei Blue Corp im Büro des CEO, im Büro von Red White. Es ist Ihnen also aufgefallen. Davon hätte ich wohl ausgehen müssen. Schließlich ist es ein großes Bild. Ja, das macht mich wieder sehr traurig hier. Hab schon wieder Pepe in den Augen. Herr Grossberg, ich weiß, Sie und Herr White stehen irgendwie in Verbindung. In Verbindung, sagen Sie? Ja, und ich weiß auch, in welcher. Sie sind ein Liebespaar. Ich kann nicht behaupten, ich würde das verstehen, aber Sie und Herr White sind ein Liebespaar, nicht wahr? Was? Oh Mann. Sie haben mir das Bild geschickt. Als Zeichen. Als Zeichen unendlicher Liebe. Mein Junge, bitte, Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Woher haben Sie diese sonderbaren Ideen? Ich verstehe nicht, wie Sie... Ganz einfach, weil ich... Moment, wir sind kein... Moment, seien Sie nicht albern jetzt. Genug. Ich vergesse meinen Stolz und sage Ihnen alles. Ich hab's gewusst. Sie sind ein Liebespaar. Ja, guck. Nein, wir sind kein Liebespaar. Ich bin übrigens die Frau. Nein, wir sind kein Liebespaar. Mit Wein verdient sein Geld damit, dass er andere einschüchtert. Ich bin eine Nutte. Stell dir Herr Grossberg mal so einen Straps am Straßenrand vor. Das sollte man sich nicht vorstellen. Oh Gott, warum provozieren wir eigentlich die lächerlichsten Dialoge? Ich weiß auch. So muss das sein. Blue Corp ist eine Firma, die darauf spezialisiert ist, die Schwächen anderer zu finden. Ich zahle jetzt schon seit 15 Jahren an Sie. 15 Jahre? Warte, Sie bezahlen dafür, dass Sie sich prostituieren? Ja, ich habe auch gelüstet, wie es verstehen Sie? Das ist alles wegen dem Fall DL6. Seitdem habe ich diese komischen Sachen... Die Hämorrhoiden, ja? Haben. Ja, genau. Der Name auf der Rückseite dieser Fotos. Wie Sie vermutet haben, konnte ich Maya aus diesem Grund nicht verteidigen. White hätte mich sonst zerstört. Das ist also die Verbindung. Es fällt mir schwer, Ihnen das zu erzählen, mein Junge. Aber Red White zu verhaften wird nahezu unmöglich sein. Unmöglich? Warum? Er besitzt Informationen über alles und jeden. Dadurch hat er sie alle fest im Griff. Ihm gehören Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Polizisten und Politiker. Was? Er ist aber der größte Zuhälter hier im Raum, wa? Absolut. Ja, so sieht er ja auch aus. Na, ganz ehrlich, genau so sieht er aus. Red White, Pimp Daddy. Ihm würde nur noch so ein komischer Schnauzbart, so eine Brille und ein Goldkettchen fehlen. Und noch so eine riesige Bling-Bling-Uhr, so um Hals. Ja. Und am besten alle Zähne vergoldet. Aber die glänzen ja von sich auch schon. Ja. Ihnen sind die Hände gebunden. Sie können sich selbst und so auch Ihnen nicht schaden. Schauen Sie mich nicht so an. Was Sie sehen, ist die Last vieler Jahre. Ja. Die Lust vieler Jahre. Okay, der Fall DL6. Hauen Sie rein. Worum geht's im Fall DL6? Jetzt mal ernst hier, Tachteles. Okay, DL6 ist nur das Aktenzeichen der Polizei für diesen Fall. Ach nee. Es geschah vor 15 Jahren. Ich erhielt eine Anfrage von einem Medium, einem Geistmedium. Also Bibel-TV oder was? Genau. Ein Medium, ja. Ihr Name war Misty Fay. Fay? In der Tat. Ich habe ihre Gedanken gelesen. Es war Mias Mutter. Misty, ist das nicht die Arena-Leiterin aus Pokémon? Genau. Sie hat damals alle ihre Wasser-Pokémon verloren. Sie untersuchte einen Mord im Auftrag der Polizei. Und sie scheiterte. Die Polizei bezeichnete sie daraufhin als Betrügerin. Davon hat Maya neulich gesprochen. Ich habe alles für sie getan und schließlich wurde ihr nichts mehr vorgeworfen. Jener Mordfall wurde jedoch bis heute nicht aufgeklärt. Dieser Fall ist der Fall DL6. Ach, DL6, ja okay. Und der Erpressungsgrund? Aber warum wurden sie deshalb erpresst, Herr Grossberg? Das mit dem Liebespaar erscheint mir doch sinniger. Nein, das ist ganz anders. Der Fall DL6 war damals streng geheim. Das war richtig. Die Polizei wollte nicht, dass jemand vom Einsatz des Mediums erfuhr. Sie konnte es niemanden wissen lassen. Aber jemand fand es heraus. Ja. Ich hab's ihm gesagt. Ja, klasse. Sie haben es White gesagt. Warum? Er bot mir Reichtum an. Und dieses schöne Bild von Indiana Jones. Heute ist mir das nur noch peinlich. Ja, warum? Weil das Bild jetzt wieder weg ist? Nein, weil der Film so scheiße war. Der vierte, ja? Ja, der vierte, der war so schlecht.
Ich habe mich geschämt in Grund und Boden und geweint. Weil ich geredet hatte, wurde die Polizei weit und breit verspottet. Im Geheimen suchten sie nach dem Verräter. Natürlich erfuhr weit davon und er kam zu mir. Nur diesmal war das Angebot Erpressung. Das ist kein Angebot. Mach ich als Erpresser. Verstehe, ja. Ich biete ihn an, sie zu erpressen. Ah, nee, lassen Sie, man muss jetzt nicht sein. Heute endet das Gesetz dieses Landes, wie es ihm beliebt. Wenn Sie ihn doch heraus... Moment, was? Wenn Sie ihn doch noch herausfordern würden, nehmen Sie Mias Büro genau unter die Lupe. Mias Büro? Sie hat jahrelang all seine Bewegungen verfolgt. Entschuldigen Sie. Vielleicht hat sie etwas gefunden und dokumentiert. Wissen Sie schon, Sie husten wie ein Mitzwanziger. Ich weiß. Das macht Sir Qualitäten aus. Dass die Frauen an meinem Husten noch erkennen, was für ein jugendlichen Charme ich verspüre. Aber nur dort, sonst leider nicht mehr. Gut. Dann gehen Sie jetzt. Ich muss reinen, meinem armen Indiana Jones hinterher. Der arme Mann, ich guck mir jetzt nochmal Jäger des verlorenen Schatzes an und weine den alten Zeiten nach. Gehen Sie. Gehen Sie! Gut, wir gehen zurück in die Anwaltskanzlei Mia Fey, ihr Fey und Partner. Es ist seltsam, hier zu sein. Dieser Raum scheint so normal. Schwer vorzustellen, dass hier ein Mord geschehen ist. Am besten wir randalieren ein bisschen, dann sieht's hier wieder so aus. Yay! Herr Grossberg sagte, dass hier noch Hinweise seien. Vielleicht sollte ich ihn noch einmal nachsehen hier. So, untersuchen. Dann gucken wir eben nochmal in den Aktenschrank, wo die Fälle fehlen. All die Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat, sind hier archiviert. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge, dann wollen wir mal sehen. Welche Akten soll ich mir denn anschauen? Ja, Akten A bis I. Mal sehen, ob hier ein Fall ist, der mir weiterhilft. A, B, C, F. Ja, gut, Phoenix. Gut buchstabiert. Misty Fay, das ist Mias und Mayas Mutter. Soll ich da wirklich hineinschauen? Ach, die ist auch tot, die merkt das so eh nicht mehr. Ich habe den Namen Fay beschmutzt. Mit diesen Worten verschwand meine Mutter. Ich wollte diejenigen finden, die meiner Mutter zu diesen Worten getrieben haben. Mit der Gabe unserer Familie bin ich mit den Toten in Kontakt getreten. Schließlich erschien mir der Name zweier Männer. Einer war Herr Grossberg, ein Anwalt, der sein Wissen über meine Mutter teuer verkaufte. Der andere war derjenige, der dieses Wissen an die Presse verkaufte. Dieser Parasit, dessen Vermögen auf Drohung und Erpressung basiert. Sein Name ist... Hä? Die Akte endet hier. Also kannte Mia Grossberg. Ja, sein Name ist Puff Daddy. Okay. Genau, das war Puff Daddy. Dann gucken wir uns nochmal die Akten J bis S an. Mal sehen, J bis S, nichts Besonderes hier drin. Vielleicht sollte ich einige Fälle mal überfliegen. Ja, hau rein. Naja, es kann ja nicht schaden, ein bisschen herumzublättern. Der größte Batzen steht im Buchstaben S. Selbstmord, oha. Wird eine Sammlung von Selbstmordberichten? Hier sind Politiker, Polizisten. Kommt uns das nicht bekannt vor. Auf den meisten sind noch Bleistiftnotizen. Right. Das ist Mias Handschrift, was es weiß. Ich weiß es nicht. Moment, ich hab's. Mia dachte, er wäre in diese Selbstmorde verwickelt. White trieb sie alle in den... Aha. Jetzt noch so Denkmusik einspielen. Ich kann diese Zeitungsausschnitte verwenden. Welcher ist denn hier der aufwühlendste? Ja, und ich habe noch eine bessere Idee. Wir nehmen uns jetzt so einen Zeitungsausschnitt und dann gehen wir jetzt zu Blue Cop und zeigen ihm den. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine super Idee. Ja gut, machen wir. Du, sind Sie aber beharrlich. Ja, tut mir leid, aber ich muss Sie etwas fragen. Herr Rechtsanwalt, ich verabscheue es wirklich, mich wiederholen zu müssen. Aber irgendwie haben Sie es immer deutlich kapiert. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie meine Geduld weiter strapazieren, könnte Ihnen etwas zustoßen. War das einigermaßen deutlich, Grietz? Ja, doch, war gut. Ich habe Ihnen aber was ich Ihnen zeigen möchte. Sehen Sie das pinke Handy hier? Wie viel? Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen über diese Angelegenheit zu unterhalten. Ja, nee, das wollen wir nicht. Guck mal, ich habe hier so ein geiles Foto von Ihnen. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen ein Autogramm zu geben. Gut, dann zeigen wir Ihnen mal den Zeitungsausschnitt. Das ist der einzige Hinweis, den Mia mir hinterlassen hat. Und ich werde ihn jetzt verschwenden, ob Sie das wollen und nicht. Ich sollte ihn wohl besser nutzen. Herr White, sehen Sie das? Ein Artikel über den Selbstmord eines Politikers. Hat geheime Regierungsgelder unterschlagen. Eines Tages wurde es der Presse gesteckt. Am nächsten Tag nahm er sich das Leben. Und was hat das mit mir zu tun? Ich habe diesen Artikel in Mias Büro gefunden. Frau Mia?
Sie hatte eine Akte voll mit solchen Artikeln. Auf jedem dieser Artikel stand ein einziges Wort als Titel. Weiß. Hä? Herr Weiß, ich weiß, was Sie dem Politiker angetan haben. Sie sind ein Liebespaar. Und Sie haben ihn erpresst. Sie haben ihn erpresst. Erpressung? Und nicht nur ihn. Sie haben hunderte andere bedroht und genötigt. Sie waren an allen Selbstmordfällen beteiligt und die Mia untersucht hat, ja. Diese Firma ist auf Erpressung spezialisiert. Ich habe recht, nicht wahr? Was für eine bizarre Anschuldigung. Herr Wrong, was soll das sein, was Sie da machen? Gegen mich ermittelt? Ja, ja, doch. Nein, 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 das machen Sie vollkommen falsch. Ja, was soll ich denn sonst tun, Herr White? Oh, ich würde sagen, Sie sollten den suchen, der Frau Mia getötet hat. Der Runde des Sekretärs, hallo? Herr Wrong wird uns jetzt verlassen. Ja, 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 Sir. Ich schicke Ihnen sofort jemanden. Augenblick noch, Herr White. Sie haben recht. Nein, Sie liegen falsch. Sie liegen falsch, Herr White. Jetzt habe ich auf Ihrem Recht gedrückt. Dann lese ich ihn jetzt kurz. Wie bitte? Ich sollte Sie jetzt zur Strecke bringen. Was genau, was wollen Sie da andeuten? Mia ist Ihnen auf die Schliche gekommen. Sie hatte Sie im Visier. Deswegen ließen Sie April May Mias Telefon anzapfen. Dann wurde Mia ermordet und auf mysteriöse Weise kamen alle Dokumente über sie weg. Also wäre der Täter... Hä? Jedes Kind käme drauf, Herr White. Sie haben es getan. Büro des Sekretärs, hallo? Wir brauchen keine Begleitung für Herrn Wong. Oder kommst du auf den Dialog auch wieder raus, oder? Jetzt bin ich wieder drauf, ja. Okay. Verbinden Sie mich stattdessen mit dem Büro des Staatsanwalts. Natürlich, Sir. Einen Moment, bitte. White, sind Sie das? Was soll das, mich zu so einer Zeit anzurufen? Hallo, Herr Oberstaatsanwalt. Ich habe es mir überlegt. Ich möchte morgen aussagen. Was soll das denn jetzt? Der Fall Mia Fey. Ich war Zeuge des Mordes, verstehen Sie? Deshalb würde ich als sehr wichtiger Zeuge gerne aussagen. Was? Warum das jetzt? Haben Sie nicht gesagt, Sie wollen nicht vor Gericht? Mensch, ich habe alles arrangiert und jetzt das? Oh, halten Sie die Klappe. Hab doch gesagt, ich hätte es mir anders überlegt, oder? Ach, und noch etwas. Was? Schicken Sie sofort die Polizei her. Der Mann steht direkt vor mir. Er sieht benommen aus, hat eine hässliche Frisur, könnte aber gewalttätig sein. Das sagt er gerade mit seiner Edelsteinkrawatte. Was? Welcher Mann? Hören Sie überhaupt zu? Der Henker, der Attentäter. Paule Henker. Der Mörder. Was? Der Töter. Herr White, das ist nicht wieder eine von diesen... Herr Oberstaatsanwalt, ich denke, Sie sind nicht in der Position, mir gegenüber Ihre Meinung zu äußern, oder? Ich sage Ihnen, dass Sie die Polizei schicken sollen, sofort. Habe ich es Ihnen nicht gesagt, Herr Wrong? Sie sind bloß ein Anwalt, genau wie Madame Mia. Wie können Sie es nur wagen, mich mit ihr unter einen Hut zu stecken? Ich bin viel schlechter als Sie. Ich weiß, aber ich werde trotzdem mit dem Finger auf Sie zeigen und Sie werden des Mordes an mir angeklagt. Der Fall ist so gut wie durch. Kein brauchbarer Anwalt wird Sie verteidigen. Ich habe Freunde bei der örtlichen Anwaltskammer. Sie halten einen dermaßen unfähigen Anwalt, dass selbst Sie noch kompetent erscheinen. Ja, kennen Sie Winston Payne? Der wird Sie verteidigen. Ein guter Freund von mir, Winston Payne. Mir ist schwindelig. Inspektor Gumshoe, zu Diensten, Sir. Woods, Harry Woods. White eigentlich, Phoenix White, und mein Freund heißt Larry. Ach, oh, richtig, sorry, Kumpel, Butz war der Mörder, richtig? Inspektor Gumshoe, dies ist der Mann, der Frau Mia Fey getötet hat. Was? Nehmen Sie diesen ekelhaften Menschen in Gewahrsam, bevor ich mich übergeben muss. Leben Sie wohl, Herr Wrong. Ja, bis morgen. Bis morgen. 8. September, 15.37 Uhr, Strafanstaltbesucherraum. Ja, das lief ja echt klasse. Wenn Phoenix nicht immer so ein Genius wäre, würden seine Fälle viel einfacher ablaufen, sind wir mal ganz ehrlich. Aber irgendjemand muss das ja tun. Irgendjemand muss ja der Vollidiot sein. Ja, ist doch, Dick Gumshoe ist doch der Vollidiot. Okay. Ich kann es nicht glauben. Die erste Gerichtsverhandlung ist erst einen Tag her. Meine Verhandlung beginnt morgen. White wird mir eine Falle stellen wollen. Und die Anklage wird sich natürlich darauf stürzen. Edgeworth inklusive. Ja, wer ist denn sonst die Anklage? Seien wir mal ehrlich. Gestern ist mir offiziell ein Pflichtverteidiger zugewiesen worden. Ich habe abgelehnt. Ich hatte eine Idee. Machst du Maya noch? Okay, ich versuch's mal. Right.
Herr Wright. Oh Gott, die klingt ja wie 3 Jahre alt. So benimmt sie sich doch auch. Ja, aber wenn du das zweite Spiel mal gespielt hast, dann weißt du, dass sie doch noch eine kleine Cousine hat. Ja. Dann versuche ich, so ein bisschen älter zu sprechen. Ja. Och, Maya. Großartig. Sie haben dich aus der Haft entlassen, ja. Ja, erst gerade eben. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Jetzt klingt sie wie eine 87-Jährige. Ach was, ich fürchte, wir haben bloß die Plätze getauscht. Sag mal, bist du heiser oder warum kriegst du heute so kratzig? Wie bitte, wollen Sie damit sagen? Ja, Sie haben eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich erklärte Maya, was geschehen war. Also, die Bakterien haben sich in ihren Nebenhöhlen eingenistet und Schleim gebildet. Und dann ist ihre Nase dicht geworden. Jetzt reden Sie so komisch. Ich kann das nicht glauben. Wie viele Menschen muss dieser Mann noch zerstören, bis es ihm reicht? Meine Mutter, meine Schwester, meine Cousine, nee, sie. Und jetzt sie. Hatten wir alle Nasennebenhöhlenentzündung? Ja, das ist höchst ansteckend, wissen Sie? Das geht aber zu weit, da muss man was gegen unternehmen. Gibt es nicht irgendwie da Medikamente gegen? Mr. Wright, sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. Nun, Sie könnten zum Arzt gehen und mir Antibiotika holen, das wäre ganz nett. Nee, ja, helfen Sie mir hier raus, machen wir mal einen Ausbruch. Gut, okay, hören Sie gut zu. Ich möchte, dass Sie mir helfen beim Ausbruch. Sie meinen einen, was, Sie meinen einen Ausbruch? Ja, da habe ich doch gerade gesagt, ja. Heute ist unsere einzige Möglichkeit. Guck mal, der Wachmann da hinten pennt. Einverstanden. Ich werde ihn K.O. schlagen. Ja. Ich besorge mal dann eine Pfeile, solange die Geschäfte noch geöffnet haben. Oh, und eine Strickleiter und ein Fluchtauto. Können Sie fahren? Vor allem eine Strickleiter. Guck mal, hinten links aus dem Fenster. Das ist ein Baum, das heißt, wir sind hier auf dem Erdgeschoss. Warten Sie, warten Sie. Was? Ich mache nur Spaß. Das kann nicht sein. Doch, es war ein Scherz. Danke. Gut zu wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Und es gibt wirklich nichts, das Sie für mich tun können, ja. Aber ich kann nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Ich muss diesen Typen mal die Meinung sagen. Na mal ganz ehrlich, was haben Sie denn die letzten 2 Tage gemacht, als Sie im Knast saßen? Ich habe diesen Typen die Meinung gesagt. Nur ein bisschen. Einverstanden. Dann kommen Sie doch morgen zur Verhandlung. Oh, okay. Ich werde da sein. Dann können Sie dem Typen ordentlich die Meinung sagen. Komm mal, sowas von. Den werde ich zeigen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Gut. Ein neues Jahrtausend. Ja, doch mit den Verbrechen ist es noch die gleiche alte Leier. In Wahrheit ist es schlimmer geworden. Da sind langwierige Verhandlungen unrealistisch. Vor ein paar Jahren wurde ein Limit von 3 Tagen für eine Erstverhandlung eingeführt. Fast alle enden am ersten Tag, meist mit einem Schuldspruch. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst mal auf der Anklagebank lande. Ja. Ja. Morgen wird der wahre Täter als Zeuge aussagen. Das ist es dann. Er oder ich. Oder wir beschuldigen Maya einfach. Die war's doch. Ja, doch, Maya war's. Fortsetzung folgt. Immer eine gute Notalternative. Speichern. Spielfortschritt bis zu diesem Punkt speichern. Ja, mach mal. Und dann bis zum nächsten Mal bei Phoenix Wright. Das war die heutige Episode. War ja recht spannend, auch wenn recht abstrus. Aber Red White ist kein Kollege, den man so ernst nehmen kann. Deswegen ist das halt mal so. Ja, nächstes Mal machen wir dann im Bezirksgericht angeklagten Zimmer Nummer 1 weiter. Und mal sehen, was dann so passiert. Bis dann. Bis dann.